Ja, wir können ja mal eben nachgucken, was für SMS wir noch erhalten haben. Samuel. Guten Abend, junge Max. Die Eichhörnchen reden mit mir. Aber wie tust du es? Samuel hat kein Handy. Okay. Was schreibt Rachel? Hi Max, Rachel Amber hier. Ich wollte mich nur vorstellen. Wir sehen uns bald. Sehr bald. Alter. Was zum Pompidou? Du Schlampe, leg dich nicht mit Frank an. Oder mir. Hast du ein Leckerli? Alter, sind das jetzt Hassnachrichten? Nathan. Max, dein Shooting mit Jefferson war der Hammer. Er hat dich total eingefangen. Wenn du willst, können wir zusammen kiffen. Ach du Scheiße. Und jetzt Chloe. Max, Chloe hier. Die in einer anderen Realität im Rollstuhl hockt. Hab ich mich bedankt, bevor du ein neues Leben in dein neues Leben abgehauen bist? Du hast nicht nur meine Bitte abgelehnt, du bist auch schon in ein anderes Foto. Wie oft willst du mich noch im Stich lassen? Alter, das WTF. Ich setze mich nochmal kurz hier hin. Das muss ich erstmal verkraften, die Nachrichten. Die sind heftig. Kommt gleich auch der Wirbelsturm? Oder die Wale? Miniatur. Okay. Don't you dare question the chef. Right, like you're the real cook here? Nein, nicht Mom's ernsthaft. away. I'll let her know that. Das ist, wenn ich nicht da gewesen wäre. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Winds. Ich bin doch da. What? Alter, Oh, I didn't know you had to get das going. Eichhörnchen Of macht course mir I'll come visit you up. Angst. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have many bags of delicious growth for us You to are feast ridiculous. upon. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Okay, da bin ich. Jetzt werfe ich, glaube ich, das Foto gerade weg. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. Aha. You can't hide from me forever. Now lock up after I leave. Be Whoa. nice. Try not to destroy too much of the house. And no Chloe and Max wine tasting session. Hey Max, grüßt du Chloe und Joyce von mir? Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen. Das ist Varen. Alter, nur noch Hassnachrichten, ey. Nur noch Hassnachrichten. Und dann auch noch die schlimmen Momente, die wir durchlebt haben. How long will this nightmare go on? WT. Was zum. Wir sitzen viel näher vorne. Wir haben. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. Was zum. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. I guess she's not as innocent as she acts. Not when she's trying to hook up with both of us. I only want to go ape with you, Chloe. Come here.
God damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh, shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Okay, das ist krass. Why did you get rewind powers? What the? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real Storm. Alter. Sind wir wieder in der Schule oder wo sind wir? Das ist ein anderes Badezimmer. Das kenne ich noch gar nicht. Tastenfeld benutzen. Vielleicht ist das Wow. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Wie soll ich den richtigen Code finden? Den letzten Code, den macht man immer speziell. Den markiert man irgendwie so speziell, dass man weiß, dass das der neue Code ist. Ich würde jetzt von 8391 mal ausgehen. Alter, wie viele sind hier fast alle? Okay, nicht wirklich alle, aber eine Menge Kombinationen. Eine richtige Menge an Kombinationen. Wir benutzen einfach mal 3891. Oder können wir das auch so nehmen? Nein. 3891. I'll be so grateful if this is the last digicode. Ja, da müssen wir nur mal den letzten Code finden. Da haben sie was vergessen. Alter, was zum... Wow. Maxine bleibt gefälligst am Ball. Wie oft muss Chloe noch vor deinen Augen sterben? Vielleicht würdest du lieber... Ach, ich weiß nicht. Dein Leben retten? Dein Leben leben? Finde meine Katzenbilder. Mein Herz ist zerbrochen. Mach ein Selfie. Nutte, ja. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Auf zum Leuchtturm. Max, warum willst du alle umbringen? Was hat die Welt dir getan? Beast. Ziel, ich muss irgendwo eine Nummer finden. Vielleicht finden wir hier eine Nummer drin. Seite 1 von 1 aber nur. Okay, wir müssen gucken. Vielleicht gibt es irgendwie eine große Nummer, die wir nicht auf Anhieb erkennen oder so. Why doesn't the mirror reflect any of the numbers? Gibt's vielleicht da 0311. Das war ein wirklich guter Tipp. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. 0311. Don't kill us, Max! I guess I'll never dance again, Max.
Right when I was about to start a new life in California. Alter, wollt ihr mich? I can't believe Honey, you kissed I always me. Thought of you like a daughter. Now you're going to kill me. So this is how Max gets her thanks for saving me. New Don't baby. Let the squirrels die. You'll have to go without me. That's a big tip. Who are you? Holy shit, are you cereal? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends, and I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Sie ist meine beste Freundin. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you. Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Okay, ich bin also wieder hier auf dem Weg zum Leuchtturm. No, it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. This song fucking rules. Can't dance, hippie, come on. Rock out, girl. Yo, turn it off, turn it off. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. What the hell is this? Snowflakes? Or a storm is coming? Alles Erinnerung. Max, let's talk about your superpower. Alles gute Erinnerung. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized? I don't feel so super. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Alter. So
since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. I'm so glad you're my partner in crime. Das sind alles Erinnerungen von uns. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. You are magic, Max. You better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Let's call it a draw. I'm gonna freeze alles my ass off when I get die out. Wir hatten. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Alles Gute, no. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know, just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Oh, die ganz harte Vergangenheit. I'm so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. It's weird hanging out with you. Es ist die komplette Geschichte. Wir erleben gerade die komplette Geschichte in Reihe. I'm glad we are, though. Bis zum Leuchtturm. The worst thing you can do is treat me like a baby. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What if photographers call? Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing, and... Oh Mann, Alter, jetzt kommen die ganzen schlimmen Teile auch noch. Außer das. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all... Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Und das war der Tag, als wir Rachel gefunden haben. Rachel, why? Come on, Max, we're almost there. Almost there! Da oben schon. In der Nähe. Please, wake up! Max, come on now! Don't worry! Das ist jetzt! Das ist jetzt, in der Situation befinden wir uns gerade. In der Situation befinden wir uns gerade. Max! Max, can you hear me? Please say something! Chloe? I must have passed out. Oh, thank God! Don't you ever do that again, okay? Wir sind zurück. But that nightmare was so real! Was so horrible! Das Boot ist auf jeden Fall schon angeflogen gekommen. Weil der Leuchtturm ist schon beschädigt. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I
changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Es ist schön, sowas zu hören in diesen Situationen. Max. Ich würde aber sagen... This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. Müssen wir wirklich diesen Schritt gehen? You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Das ist, glaube ich, die härteste Entscheidung. Alter, ich bin extrem hin und her gerissen. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Normalerweise würde ich jetzt Chloe opfern, einfach nur aus dem plumpen System ein Leben für Fide. Aber theoretisch hätten wir doch auch Bescheid sagen müssen, dass die Stadt geräumt werden soll, dass da was im Anmarsch ist durch das Wetter. Das hätte man doch irgendwie sagen können. Deswegen werde ich Arcadia Bay opfern. Max, it's time. Ich kann Chloe nicht opfern, das geht einfach nicht. Not anymore. Nicht nochmal. Max, I'll always be with you. Forever. Ich
Ich gehe davon aus, dass das jetzt das Ende war. Alter, ist das... Ich habe komplett Gänsehaut. Ich bin gerade komplett fertig. Ich bin... richtig fertig. Ich bin richtig fertig. Ich bin richtig fertig. Ich weiß, ich habe theoretisch jetzt die, ich sag mal, falschen Entscheidungen in Anführungsstrichen getroffen. Aber Chloe habe ich lieb gewonnen. Mit Acadia Bay konnte ich nicht ganz so viel anfangen. Dementsprechend. Vielleicht habt ja auch der eine oder andere überlebt. Also, ich gehe mal davon aus, dass da noch einiges an Überleben drin ist. An Überlebenden. Aber das ist eine Stadt. Es ist nur eine Stadt. Es ist. Wenn jetzt keiner groß gestorben ist, ist das nur eine Stadt. Und die Natur hat sich einfach die Natur, also den Bereich wieder zurückgeholt. Und ich würde lieber Materielles opfern für ein für Leben. Und das ist jetzt meine Entscheidung gewesen und das ist meine Erklärung zu der Entscheidung. Das kann man wieder aufbauen. Es ist kein Thema. Es dauert halt nur sehr, sehr lange. Aber man kann es wieder aufbauen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt das Ende war. Und das, meine Lieben, war Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt genauso mitgefiebert wie ich. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, fürs Zuhören, wenn man das gebracht hat. Und ich kann euch dieses Spiel sehr gut empfehlen. Ich finde es super. Ich finde das Spiel sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr knifflige Ecken drin. Sehr viele Spannung, Emotionen vor allem. Und ich könnte mir wetten, ich spiele das in einem halben Jahr oder einem Jahr spiele ich das einfach nochmal. Vielleicht mache ich so eine Art zweite Staffel oder sowas, vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Weil es ist ein einmaliges Erlebnis. Einmaliges Erlebnis und das sollte man eigentlich auch so innehalten. Boah. Richtig krass. Das Spiel. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt rede. Ich weiß nicht, ob nachher noch was kommt nach dem Abspann. Aber ich muss einfach gerade so alles so freilassen, alles rauslassen, einfach mal zu zeigen. Ich bin immer noch komplett durch. Ich bin immer noch komplett durch, vor allem wegen der letzten Entscheidung. Chloe opfern oder Acadia Bay opfern. Aber ich habe Acadia Bay als Stadt gesehen, nicht als Menschenvolk.
Ja, ich könnte wetten, da leben auch noch welche. Da sind nicht alle tot oder so. Sondern... Obwohl... Wir haben ja die Situation, die wir am Ende hatten, als wir da durchgelaufen sind. Die haben wir ja wieder zurückgespult. Dementsprechend ist der LKW-Fahrer gestorben. Der Typ in dem Shop, der, den wir beschützt haben, vor, also der Schüler, der erwischt worden ist, Elisha oder wie sie heißt, ist, glaube ich, dann auch gestorben, und die Arbeitsstelle der Mutter von Chloe ist ja auch in die Luft geflogen. Aber wir haben wirklich, wenn das so passiert ist, alle geopfert. Ich danke euch trotzdem. Ich quatsche jetzt erstmal nicht mehr. Ich muss das Ganze noch ein bisschen verkraften, eventuell kommt ja gleich noch was. Dementsprechend macht es gut und auf ein neues. Bis